Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. In einem Mehrfamilienhaus in Bludenz ist heute Morgen eine Gasflasche explodiert. Ein 44-jähriger Mann wollte sie offenbar entleeren. Laut Susanne Dilp von der Landespolizeidirektion dürfte der Mann die Explosion durch Leichtsinnigkeit selbst verschuldet haben. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mann sich eine Zigarette angezündet hat. Das steht aber noch nicht eindeutig fest. Der Mann wird derzeit von der Polizei einvernommen. Der 44-Jährige liegt mit Verbrennungen an den Armen im Krankenhaus. Die 9 anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Wohnung des Verletzten wurde schwer beschädigt. Durch die Druckwelle wurde eine ganze Wand eingerissen. Ins Haus darf vorerst niemand. Ein Statiker untersucht derzeit das Gebäude. In Sachen Polizeipostenschließungen gibt es neue Details. War in Vorarlberg letzte Woche von 12 Dienststellen die Rede, die geschlossen oder zusammengelegt werden, sind es jetzt angeblich nur 5. Das ist offenbar zum Start der Infotour von Innenministerin Mikl-Leitner durchgesickert. Sie fährt ja durch die Bundesländer, um die Landeshauptleute über ihre Pläne aufzuklären. Den Beginn machte sie in Niederösterreich und dem Burgenland. Heute kurz nach Mittag beginnt der Prozess zu dem tragischen Verkehrsunfall mit einem Heuballen vom vergangenen September in Göfis. Ein 45-jähriger Landwirt ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. In einer Kurve lösten sich mehrere Heuballen von seinem Hänger. Einer davon fiel auf das Auto einer 26-jährigen Frau. Die vierfache Mutter kam dabei ums Leben. Ihr Sohn auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt. Und der Luftraum über Vorarlberg ist ab heute wieder Sperrzone. Grund ist das alljährliche Wirtschaftsforum in Davos. Erwartet werden etwa der britische Premier David Cameron, der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble und die Präsidenten von Iran und Israel Hassan Rouhani und Benjamin Netanyahu. Das österreichische Bundesheer hat in Bregenz, Hohenems-Dünz und auf der Alpe Rauz Stellung bezogen. Mit Radaranlagen wird der Luftraum überwacht. Ich danke fürs Zuschauen und bis morgen.